Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Und es sind wieder ordentlich Gameboy-Spiele in meine Sammlung gewandert. Darunter das wohl teuerste Sportspiel auf dem System. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Erstmal ein großes Danke an euch. Ich hatte ja in meiner letzten Pickup-Folge mal so eine kleine Umfrage gemacht, ob ihr eventuell auch die Preise mit dabei haben wollt. Da kam viel, viel Feedback von euch an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank an euch. Wirklich freut mich sehr. Die meisten waren eigentlich für die Preisnennung, bis auf kleinere Ausnahmen. Und es haben auch noch Leute angefragt, dass ich vielleicht auch sage, woher ich die Spiele habe. Kurz vorweg, ich bin da nicht sehr kreativ. Ich bin da nicht so dieser Flohmarktjäger oder sonst was. Ich bin eher der bequeme Sammler, wo ich mir denke, okay, das Spiel brauche ich noch. Ja, Preis, im Zweifel ist das zu teuer, aber passt einigermaßen und dann kaufe ich es mir jetzt einfach. Also große Geheimtipps für irgendwelche tollen Quellen könnt ihr bei mir leider nicht erwarten. Aber so viel dazu und wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch alle. Ich starte mal mit den ersten vier Spielen. Da werde ich euch jetzt keine Preise nennen. Das ist nämlich ein bestimmter Grund. Und zwar hat ein befreundeter Sammler so ein bisschen seine Sammlung auflösen müssen, leider. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Und da hatte er mich angeschrieben und da habe ich mir vier Spiele rausgepickt. Hat natürlich schon einen ziemlichen Freundschaftspreis gemacht und deswegen nenne ich hier die Preise hier nicht. Aber fangen wir mit dem ersten an, und zwar Snow Brothers Junior. Da habe ich auch schon vor einiger Zeit mal einen kleinen Test gemacht. Ist ein ja, sehr überraschend cooles, arcadiges Spiel. Ne? Ist wie immer natürlich aufgeteilt, ein Bildschirm. Es gibt verschiedene Plattformen und ihr navigiert natürlich über die Plattformen. Also sowas wie Bubble Bobble etc. Ne? Kennt ihr alles, was das System gibt es wirklich in vielen, vielen verschiedenen Varianten. In der letzten Video hatte ich ja zum Beispiel Wattland, was ja so ein bisschen in diese Richtung geht. Und das Spiel hatte ich schon lange auf meiner Liste. Und es wurde immer mal wieder hier für ein Testvideo gewünscht und ich habe es irgendwie nie wirklich gefunden. Also das finde ich irgendwie komisch, dafür, dass es ja von Capcom veröffentlicht wurde, wo man denken würde, okay, das ist natürlich eigentlich so ein bisschen populäre Firma, das muss doch irgendwie gut erhältlich sein, oder nicht? Ne? Aber nein, so oft ist es wirklich nicht verfügbar. Das Spiel an sich ist halt wirklich nett, wie gesagt, ihr habt einen Bildschirm, so Arcade-artig mit Plattformen. Und der Trick dabei ist, dass ihr quasi die Gegner zuerst in Eis einschließen müsst. Also ihr könnt so Eiswellen schießen. Und ich glaube, wenn ihr drei oder vier auf einen Gegner treffen, dann ist da so eine Schneekugel ummantelt. Und dann könnt ihr ihn wegkicken, zack. Und dann stirbt er, wenn er irgendwo dann halt drauf trifft. Ihr könnt diese Schneekugel sogar so verwenden, dass ihr quasi selber mit in diese Schneekugel reinkommt und halt mitrollt. Damit könnt ihr theoretisch auch irgendwie Wege abkürzen oder schneller bewegen und so weiter. Ist halt wirklich so eins dieses Spiele mit dem System. Relativ einfache Prämisse, aber ist natürlich schwieriger, als es aussieht. Ist durchaus eine Empfehlung wert, auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch zwei Spiele, die dabei waren. Habe ich auch jetzt die letzten Wochen Tests gemacht. Und zwar Choplifter 2 und 3. Kannte ich vorher nicht. Also ich kann natürlich die Choplifter-Serie, ist klar. Also Grundprämisse ist auch hier, ihr habt einen Helikopter aus der Seitenansicht und müsst dann halt in der Landschaft rumnavigieren und eure Aufgabe ist es, Kriegsgefangene zu retten. Das tut ihr, indem ihr halt dann irgendwo landet. Dann kommen halt diese Kriegsgefangenen, die dann irgendwie verstreut sind, dann zu euch gelaufen in den Helikopter. Dann geht ihr auf eure Basis, lädt die wieder aus und startet wieder von neuem. Also ihr müsst immer hin und her fliegen, könnt nicht einfach in ein Level fliegen und dann irgendwie alle einsammeln und dann erst zurückfliegen, weil euer Helikopter hat natürlich nur Platz für eine gewisse Anzahl von Personen. Nachteil ist natürlich, dass irgendwie überall Gegner sind, die auf euch schießen. Ihr seid quasi in einem Kriegsgebiet und natürlich will der Gegner seine Kriegsgefangenen nicht einfach so an euch abgeben. Ja, ist klar. Das Original ist, glaube ich, ein Atari-Spiel, was damals auch auf allen Plattformen irgendwie portiert wurde, also C64 und so weiter, gibt es überall eine Version. Und jetzt gibt es hier auf dem Game Boy die quasi Nachfolge, also Teil 2. Der erschien relativ am Start vom Game Boy. Und Teil 3 erst spät, ich glaube 95, wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde auf einem anderen Entwickler irgendwie entwickelt. So, also die Grundprämisse ist überall das Gleiche. Der dritte Teil ist allerdings wesentlich besser als der zweite Teil in meinen Augen. Und das hat nämlich einen Grund, nämlich die Steuerung. Und zwar ist es so, dass ihr halt diesen Helikopter habt, der fliegt halt so rum. Und er kann im Prinzip in verschiedene Blickrichtungen orientiert werden. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel nach links gucken, dann einmal so in die Mitte zu euch
oder dann halt einmal nach rechts. So, wie macht ihr das? Und zwar, im zweiten Teil macht ihr das, indem ihr das Steuerkreuz benutzt, und zwar nach unten drückt. Das heißt, ihr drückt den halt so nach unten, dann guckt er zu euch und drückt er nochmal nach unten und dann wechselt er halt die Blickrichtung. Ihr könnt euch denken, das ist schon super fummelig. Und zwar, wenn ihr einmal diese Blickrichtung zu euch habt und einfach nur mal so ein kleines bisschen nach links oder rechts irgendwie euch orientieren wollt, dann drückt ihr halt das Steuerkreuz logischerweise, aber dann ist die Blickrichtung wieder gleich ganz anders. Und das ist halt super nervig, da muss man wieder zurück und viel zu fummelig. Das wurde im dritten Teil so gemacht, dass das nämlich auf der B-Taste landet, die Blickrichtung. Und dadurch ist das halt viel besser, man kann es halt viel dynamischer irgendwie einstellen. Also wenn ihr wirklich Choplifter spielen wollt, was eine allgemeine gute Serie ist, holt euch definitiv den dritten Teil. Der hat also viele kleine Sachen definitiv ausgebessert. Und als viertes Spiel da habe ich noch NHL 95. Ja, ist Grütze. Also, ihr seht es am angependelten Gameplay. Es spielt sich so, wie es aussieht. Viel zu lahm, irgendwie gefühlte 3 Frames per Second. Da kommt irgendwie kein irgendwie Sportgefühl irgendwie auf. Es macht wirklich einfach keinen Spaß. Okay, wer hätte das gedacht? Ich weiß, Überraschung, aber ja, für meine Sammlung, mir fehlte es noch, hat es umgerechnet nicht viel gekostet, also komm, rein damit. So, und das nächste Bündel Spiele, ihr seht, das ist einiges, habe ich von meinem Lieblings-Retro-Shop RetroGamerCollectorHeaven.de mir gekauft. Puh, ich weiß, das ist ein Riesenname. Da bekommt ihr auch übrigens hier mein Super Gameboy Geheimtipps-Buch exklusiv. Ich kann euch den Laden jetzt auch unabhängig davon einfach nur empfehlen. Muss ich natürlich fairerweise sagen, ist ein Händler. Ihr findet da jetzt keine super Schnäppchen. Ist klar, aber der Versand läuft super schnell, er hat immer eine gute Auswahl, ich wurde immer fair behandelt und wie gesagt, das sage ich jetzt auch unabhängig davon, dass mein Buch dort exklusiv erhältlich ist. Wie gesagt, das ist sogar gerade reduziert für 9,95 Euro, geht einfach mal auf die Seite, ist natürlich, verlinke ich euch unten mal. Mein schönes neues kleines Büchlein ist bisher sehr gut angekommen, schreiben immer viele in den Kommentaren rein, die es gefällt und kleiner Spoiler, vielleicht wird es irgendwann mal einen Nachfolger geben. Aber gut, bevor ich jetzt wieder abschweife, fangen wir mit dem Spielen an. Und da komme ich jetzt gleich mit dem großen Preisbrecher, auf den ihr wahrscheinlich alle gewartet habt. Und zwar Hit the Ice. Tatsächlich das teuerste Sportspiel. Ich habe jetzt bei RetroGameCollectorHeaven.de knapp 200 Euro bezahlt. Bei eBay habe ich mal so geguckt, da geht es auch so für 160, 170 so im Regelfall rum. Es gibt ja immer den guten alten Trick, ne, eBay beendete Angebote, einfach mal unseren Durchschnitt irgendwie errechnen. Das heißt, wie gesagt, ne, hier im Vergleich, Händlerpreis natürlich immer etwas teurer. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, jetzt monatelang, ehrlich gesagt, auf eBay abzuhängen, um da zu gucken, ob wenn da mal ein Listing kommt. Ist ein Eishockeyspiel, genauso wie NHL, aber wesentlich besser. Also ist es nicht so ganz in der Spitzenklasse, finde ich, so vom Spielgefühl her. Also ich bin ja auch kein Eishockey-Profi oder ähnliches. All mein Eishockey-Wissen habe ich mir damals von Blades of Steel, was ich als Kind hatte, geholt. Und im Gegensatz zu Blades of Steel, finde ich, ist es schlechter. Aber es ist, spielt sich sehr, sehr gut. Also ihr habt sogar die Kloppereien noch dabei und alles. Macht Spaß, aber wie gesagt, vielleicht habt ihr ja einige Eishockey-Freunde unter euch, die mir vielleicht sagen können, wie das jetzt, sag mal, fachlich umgesetzt ist. Aber so wirkt es aus wie ein guter, ja, spaßiger Arcade-Sportsimulation. So nenne ich es, glaube ich, vielleicht mal. Macht Spaß. Ich gucke mal, weil ich da mal mehr reinspiele, um da wirklich einen Test draus zu machen. Ich habe bisher wirklich nur so hier ein bisschen reingespielt. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar Tetris Plus. Habe ich 15 Euro für bezahlt. Das war eher so für mich so ein Füller, weißt du. Momentan ist es da wirklich so bei den günstigeren Spielen, so richtig günstig wie jetzt vor, sagen wir mal, 5, 6 Jahren gibt es ja nicht mehr. Ist da mal so günstig, bei Gameboy ist da mittlerweile leider schon so ungefähr das 10-Euro-Limit. Früher war das ja eher so das 5-Euro-Limit gefühlt. Es ist verrückt die Preise, aber wem sage ich das? Ihr wisst ja selber. Und es war einfach so ein Beifang, dachte mir, okay, habe ich natürlich nicht für meine Sammlung und was soll das schon sein? Aber als ich jetzt reingespielt habe, ich war
echt positiv überrascht. Ich finde es sogar ehrlich gesagt besser als das originale Tetris. Und zwar Nipsas hat das normale Tetris logischerweise, der Grundspielablauf ist natürlich der gleiche, ne? Muss ich nicht erzählen. Und ihr bekommt da so eine Art Story-Modus dazu, was halt die Grundprämisse irgendwie nimmt und halt nur leicht anpasst, aber dadurch entwickelt sich so ein ganzer Sog irgendwie. Also grundsätzlich ist es halt so, dass das hier dann halt so zwei, sagen wir, archäologische Ausgräber verfolgt, die in irgendwelchen Katakomben wahrscheinlich unterwegs sind, soll es wahrscheinlich sein, aber ist natürlich sehr abstrakt. Und es ist halt so, dass ihr bei so Story-Modus ein Feld habt, wo dann halt verschiedene Steine schon irgendwie da sind und unten oben gibt es so eine Stachelfalle, die immer weiter nach unten geht. Ne? Und eure Aufgabe ist es klar, die kleine Person, die da auf dem Spielfeld rumläuft, die muss unten den Bildschirmrand erreichen. Und dann muss er natürlich kombinieren, die Blöcke entfernen etc., dass es nach unten kommt. Gab es im Prinzip ja schon beim Original Tetris, ich glaube B-Modus hieß der, wo halt so ein paar Blöcke schon da waren und ihr die halt wegmachen musstet, oder Puzzle-Modus, keine Ahnung wie. Aber dadurch, dass es halt so charmant aufbereitet ist, macht das gleich viel mehr Spaß. Und natürlich ist der klassische Tetris-Modus natürlich auch da. Aber hier, wie gesagt, war ich sehr positiv überrascht, weil es gab ja so einige Tetris-Nachfolger, also zumindest irgendwie die Tetris irgendwie im Namen haben. Es gab ja Tetris 2 und so weiter. Aber das war immer so von wegen, ja gut, ist es das Gleiche. Und hier ist es irgendwie das Komische, natürlich ist es auch das Gleiche, aber schafft es irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ein bisschen charmanter zu machen, ein bisschen umzudrehen. Also da war ich wirklich richtig positiv überrascht von dem Spiel. Als nächstes habe ich Star Trek 25-jähriges Jubiläum, also 25th Anniversary, für 10 Euro. Ist im Prinzip so eine Art, na, ich will jetzt nicht sagen Minispielsammlung, weil das ist es wirklich, macht es wirklich nicht, ist es nicht fair ausgedrückt. Also es gibt verschiedene Spielmodi. Ne? Ihr startet zumindest am ersten Level zum Beispiel mit der Enterprise, müsst durch ein Meteoritfeld irgendwie fliegen und navigieren. Das ist wie so ein Seitwärts-Shoot'em-up aufgebaut, wo ihr halt die ganzen Meteoriten irgendwie kaputt schießen müsst. Dann geht es natürlich auf eine Bodenmission und so weiter. Ist, finde ich, gut umgesetzt. Es gibt ja einige Star Trek-Spiele auf dem System. Die meisten sind eher nicht so gut. Das spielt sich ganz okay. Aber auch hier hatte ich leider noch keine Möglichkeit, da jetzt viel genauer reinzuspielen. Ich dachte mir hier, ne, wie angesprochen, ein 10er ist das neue 5 Euro von damals. Nimmst du mit. Dann eine sehr positive Überraschung. Matthias Summer Soccer für 6 Euro. Und hier war ich richtig geflasht, als ich da reingespielt habe. Denn ich habe nicht viel erwartet, ne? 6 Euro. Ist die Fuck-It-Grenze, nehme ich mit, habe es noch nicht in der Sammlung, aber ich dachte mir, okay, wenn sie diesen Matthias Sammer, war ja damals in den 90er großer Fußballstar, den Namen kenne sogar ich als Fußball-Ignorant, dachte mir so, okay, gut, Kinder, dann kann das ja auch nicht ein gutes Spiel sein. Dann habe ich da reingespielt. Das ist heftig, was ihr da an Optionen bekommt. Ihr habt da einen Liga-Modus, wo ihr euch Mannschaften aussuchen könnt, die sogar alle reale Namen haben. Ob die Spieler auch so 1:1 sind, weiß ich nicht. Wie gesagt, da bin ich jetzt da nicht so drin. Ihr habt da einen Liga-Modus, ihr habt verschiedene Freundschaftsspiele und. Also so eine Komplexität habe ich da echt nicht erwartet. Und dann ist das eigentliche Spiel, also das Fußballspiel auf dem Feld, sage ich mal, auch nicht verkehrt. Also da war ich jetzt wirklich sehr, sehr überrascht. Ich bin damit quasi keine Erwartung reingegangen. Ich nehme mal an, in anderen Regionen wird das natürlich anders heißen. Ne? Also ich schätze mal fast, da wird ein großer Hersteller dran sein. Habe ich natürlich, ich Vollprofi-YouTuber, mir ist vor der Aufnahme nicht angesehen, wer das ist. Aber wenn ihr es wisst, haut es mal in die Kommentare rein, interessiert mich natürlich. Aber dass das wirklich so wirklich gut gemacht ist, dachte ich nicht. Ich dachte, das ist so eine Lizenzversoftung, zack, klatscht mal einen guten Namen drauf, gut ist. Aber da freue ich mich auch schon mal ein bisschen näher reinzusteigen. Denn als nächstes habe ich Olympic Summer Games für 10 Euro. Und zwar ist das zu der Olympiade in Atlanta, ich glaube, wenn ich es richtig erkenne, 96 erschienen. Reingespielt, sieht seine Aufnahmen. Track and Field ist besser. Und im Prinzip wird euch genau das irgendwie geboten, was ihr erwartet. Diese ganzen Animationen zum Spielanfang und sowas sehen alles ganz nett aus, aber es ist halt ein Leichtathletikspiel aus der Zeit. Das heißt, Tastenhämmern ohne Ende. Track and Field ist besser, finde ich. Dann als nächstes Pit Fighter für 10 Euro. Pit Fighter war ja so ein
ja, Fighting Game irgendwie in einer Arcade damals und wurde irgendwie auf jede Heimkonsole, die man sich damals irgendwie vorstellen konnte, portiert. Und es hat wirklich das große, große Talent gehabt, dass es auf keiner Portierung auch nur ansatzweise geil ist. Das spielt sich überall kacke. Ich wette wahrscheinlich sogar die Arcade-Version ist kacke, aber die habe ich noch nie gespielt. Und auf dem Game Boy erst, ganz ehrlich, ihr seht es am eingeblendeten Gameplay. Boah, Bruder, ist das scheiße. Ihr habt Pixelmatsch, die Steuerung ist scheiße und indirekt. Und es ist total unübersichtlich und nee, also Fighting Games an sich haben es auf dem Game Boy relativ schwer. Aber das ist doch mal wirklich eine ganz andere Hausnummer. Aber wie gesagt, für den 10er, ne, das neue 5er, komm, fehlt auch in der Sammlung. Als nächstes habe ich den Ninja Boy für 20 Euro. Kannte ich vorher ehrlich gesagt nicht, war ich sehr überrascht, als ich da recherchiert habe, habe ich auch schon einen Test drüber gemacht, dass das sehr, sehr früh erschienen ist und das ist damals, ich dachte mal so, ein bisschen die Spiele, die am Anfang erschienen sind, die habe ich alle so einigermaßen im Kopf, nachher wird es ja so ein bisschen viel und unübersichtlich, okay, aber das habe ich so gar nicht auf dem Radar gehabt. Nur Ninja Boy, das ist irgendwie so ein generischer Name, das kann ja alles sein. Ich glaube, im Asiatischen hieß es Super Chinese Boy, also irgendwas mit Chinese auf jeden Fall irgendwie und ist eigentlich ja, so jedes Action-Spiel. Das heißt, ihr habt isometrische Ansicht, ihr lauft dann halt mit eurem Charakter rum, müsst halt Gegner boxen. Und wenn ihr genug geboxt habt, dann kommt ein Ausgang, ihr geht raus und kommt zum nächsten Level. Klingt einfach, ist es auch. Gibt es natürlich verschiedene Sonderfähigkeiten. Ihr könnt natürlich diese Münzen einsammeln, die ihr dann später irgendwie eintauschen könnt und so weiter. Macht erstaunlichweise viel Spaß. Hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Auch da, ne, generischer Name. Da kann irgendwie alles oder nichts hin sein. Meine Ninjas, die waren halt damals irgendwie cool. Okay, gut, ja, gebe ich. Aber da muss ich sagen, ja, stabil, würde ich sagen. Als nächstes habe ich mir den Zool geholt. Das hat 18 Euro gekostet. Keine gute Portierung. Und zwar habe ich mir das Spiel geholt, weil ich das damals auf meinen 386er Computer hoch und runter gespielt habe. Da war irgendwie so eine ganz komische Verknüpfung zwischen Chupa Chups und dem Spiel, also dieser Lolli-Hersteller. Deswegen habt ihr auch überall diese Chupa Chups Logos und so weiter. Zumindest war es auf dem PC so. Ich glaube, damals hatte ich aber auch nur die Shareware-Version. Das heißt, das ist so eine Art, heute mal würde man Demo-Version dazu sagen. Damals auf dem PC war es halt super, weil Jump'n'Runs oder Plattformen allgemein gab es halt echt nicht viele. Und da war es natürlich klasse, dann irgendwie sowas zu haben. Und das wurde halt dann auf alle Konsolen damals portiert. Ich glaube, eine Super Nintendo-Version ist ganz okay geraten und so weiter. Aber auch hier auf dem Game Boy, ich weiß nicht, die Steuerung, die passt irgendwie nicht. Also das fühlt sich nicht sehr fluffig an. Wenn ihr einen Plattformer habt, dann wollt ihr es ja knackig haben und alles super gleich verstehen. Und hier ist das irgendwie sehr schwammig und unübersichtlich. Und oder ich bin einfach nur schlecht in dem Spiel. Kann auch sein, dass ich mich vielleicht irgendwie nicht genug irgendwie drauf eingelassen habe. Weil ich habe es angespielt auf leicht und ihr seht es am eingeblendeten Gameplay und trotzdem dauernd gescheitert. Also, okay, wahrscheinlich bin ich einfach nur kacke. Bleib mal dabei. Und als letztes Spiel habe ich ein Spiel mit wahrscheinlich mit den längsten Namen auf den Game Boy rausgesucht und zwar Iron Man XO Manowar in Heavy Metal. Ich wusste nicht, was sie dahinter verbirgt. Ach, 60 Euro ist eines der teuren Spiele. Ich wusste nicht, was sie dahinter verbirgt. Ich dachte ja, Verstand irgendwie, Iron Man, ja, kennt man ja, ne, den Charakter oder den Superhelden aus dem Marvel-Universum. Ich dachte, Manowar, da gibt es auch so eine Heavy-Metal-Band, die so heißt. Irgendwie komisch, dass die da irgendwie damals schon zusammengearbeitet haben. Also in den 90ern gab es Manowar, glaube ich, auf jeden Fall schon. Die ist ja uralt, die Band. Aber nein, das ist auch ein Marvel-Charakter, wusste ich persönlich nicht. Ja, das Spiel ist halt ein 2D-Action-Plattformer. Ich finde es nicht gut. Es ist erstmal komplett egal. Also könnt auswählen, ob ihr Iron Man oder Manowar spielen wollt. Und irgendwie spielen sich beide komplett gleich. Was ich irgendwie seltsam finde, weil es sind doch eigentlich zwei unterschiedliche Superhelden. Dann sollten die sich doch auch eigentlich unterschiedlich spielen. Oder was meint ihr? Habe ich schon vor einiger Zeit einen Test zugemacht. Für den Preis würde ich es euch nicht empfehlen. Aber weil ich jetzt in Richtung Fullset gehe, muss man halt auch schon mal, also muss, ne? Die Diskussion da unter das Video war gut. Also ich will so ein bisschen irgendwann mal ein Fullset haben und früher oder später muss man sich die Spiele ja kaufen, wenn man das Ziel erreichen will. Und wie wir alle wissen, die Preise werden immer teurer, deswegen irgendwann muss man halt in den sauren Apfel beißen. Aber 60 Euro ist das Spiel auf keinen Fall wert.
Da gibt es wirklich viele günstigere Spiele, die besser sind. Selbst wenn ihr wahrscheinlich Fan von Iron Man seid, ist das nur bedingt irgendwie geeignet. Ja, das war jetzt meine Pickups. Schön, dass ihr nächstes Mal wieder reingeschaltet habt. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr davor habt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.